Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hallo Bobby, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Jetzt heute Getränkskranspiel. Blitzi Blank räumt auf und du räumst am besten ab. Okay. Achso, Blitzi Blank räumt auf und du räumst am besten ab. Viel Spaß beim Üben. So, okay. Dann haben wir hier mal wieder einen Kirby-Kran. Und ich glaube, die beste Möglichkeit wäre wohl am Anfang, sich den Kirby ganz links zu schnappen. Dass er halt dann hier nach und nach die anderen Gegner runterwirft. Ja, ich hoffe mal, dass es klappt. Kirby sieht zwar nicht unbedingt leicht auszugreifen, aber ist jetzt zum Glück auch nur der Trainingskran. Na? Muss mir wirklich mal angewöhnen, früher loszulassen. Sieht aber relativ gut aus. Komm. Na? Viel zu früh runtergefallen. Aber gut, gut. Hat noch geklappt. Hat noch geklappt. Sehr schön. Alles klar. Wir brauchen ja 8 Badges, um einen Versuch zu bekommen. Ich glaube, die beste Möglichkeit wäre, hier reinzugreifen, dass man halt die so leicht nach rechts schiebt, weil ich meine, wir haben ja hier Eis, das hat jetzt so einen kleinen Vorteil. Und ich denke mal, wenn der Kran hier zwischen reingreift oder halt hier unter den, ja, ich kann gerade nicht erkennen, was es für ein Gegner sein soll, oder was auch immer, dass er halt hier zwischen die Lücken greift. Probieren wir gleich mal aus. Na. Ja, das mit dem Verschieben hat schon mal geklappt. Das müsste er eigentlich haben. Kann nicht runterfallen. Das merkt man meistens daran, wenn dann die, ja, wenn die Greifer genau unter dem, unter der Badge greifen. So, dann machen wir dasselbe genau nochmal, dass ich hier so reingreife. Dass dann Kirby nach rechts rutscht. So. Na, das war fast schon zu früh losgelassen. Verdammt. Ja, sowas kann natürlich auch passieren. Das war nicht so gut. Gleich nochmal. So, jetzt aber. Jetzt sieht es eigentlich gut aus. Ja, genau. So wollte ich es eigentlich eben haben. Ach ja. Ist ja alles Übungssache. Ich mache das ja immer noch für euch, damit ihr dann seht, wie man es dann besser machen kann. Selbst bei so einem Fehler sieht man dann auch, so sollte man es nicht machen. So, ist natürlich jetzt die Frage, soll ich es mir nochmal Kirby greifen oder... Ich versuche es nochmal, weil da hat man die Möglichkeit, 3 Badges zu bekommen. Im schlimmsten Fall habe ich halt nichts. Habe ich halt Pech gehabt. So, nochmal. Habe ich ja viel zu spät losgelassen. Sieht aber gut aus wieder. Die eine Badge haben wir auf jeden Fall sicher. Na, Kirby rutscht wieder vorher runter, oder? Ne, diesmal bleibt er fest. Okay, alles klar. Na gut, aber wir haben unsere 8. Heißt, wir haben zumindest einen Versuch. Und nicht so wie gestern werde ich mir heute auf jeden Fall irgendwas raussuchen, wo ich mindestens eine Badge bekomme, weil, ja, das war ja gestern eine Mega-Blamage. So, ein Versuch, sehr schön. Aber ihr habt ja selbst gesehen, man schnappt Kirby, also den Fighter Kirby und die Badges bleiben trotzdem alle fest. Nicht so leicht. Ich wäre schon fast am Überlegen, ob ich dann doch mal das mit den Rubinen machen soll, aber heute habe ich leider nur einen Versuch und das bringt natürlich nicht viel, weil ich werde vermutlich nicht den roten Rubin bekommen können. Ja, witzigerweise könnten wir das vielleicht sogar spielen hier. Aber ich gucke mich nochmal genauer um. Hier, das habe ich übrigens auch ja nicht so vorbereitet. Das ist wirklich so runtergefallen, dass der hier stehen bleibt, aber hat sich halt dann hier ja festgehakt. Hier wäre zumindest die einfache Möglichkeit zu sagen, man würde jetzt hier den Schirm-Kirby greifen. Ist natürlich die Frage, ob der Kran dann auch festhält, dass er dann hier die zwei berührt und dann fällt alles runter. Aber das ist halt das alles immer nur Theorie. Ja, das hier, das hat mich gestern geärgert. Hier könnte man zumindest auch so spielen, sagen, man greift jetzt hier rein, dass die zwei sich dann dadurch lockern, dass der Kran hier nach unten drückt und dass sie dann schon mal vorher nach unten fallen. Aber das sind ja auch Gegner, die es woanders da gibt, wie hier zum Beispiel. Das Platoon könnte ich halt auch mal gucken, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel. Das wären auch nur 4. Hier könnte man, glaube ich, so reingreifen, dass man hier die zwei lockert, dass das Teil hier den Inkling-Junge von links runterwirft und das Inkling-Mädchen nach rechts, ja. Aber auch wieder nur Theorie. Das hier sieht natürlich nicht so gut aus. Hier könnte man übrigens auch mit Links- und Rechtsbewegungen das Triforce nach runter, unten fallen lassen. Ist natürlich dann auch die Frage, ob man das dann auch bekommt, weil um die da
herauszuholen, muss man ja mindestens hier den, ja, diesen Ritter da wegholen. Hier sind es auch nur noch zwei. Schwierig. Das könnten wir mal versuchen. Glaube ich, hoffe ich doch. Ne, wobei, das ist ja dann auch wieder so aufgebaut, dass hier unten rechts dann hier die Teile hängen bleiben. Und da hatte man dann, hat man dann nur ein Teil und ja. Aber wisst ihr was? Ich versuche das trotzdem. Und zwar versuche ich hier reinzugreifen. Dass ich dann hier Ceres, heißt sie glaube ich, greifen kann. Und dass dann die sich hier lockern, um die unteren da runterzuwerfen, weil das ist dann, wie gesagt, nur Theorie. Dann hätten wir da zumindest mal einen. Und vielleicht fällt dann hier noch Gri runter. Ja. Ich versuche mich wirklich so langsam an die Namen wieder zu gewöhnen. Ja, oder ich spiele doch das hier. Dann habe ich zumindest zwei sichere Badges, weil die halt hier runterfallen. Schwierig, schwierig. Ja, ich bin unentschlossen, merkt man gerade, denke ich. Ja, also ich glaube, das hier, das wäre, glaube ich, besser, wenn man da zwei Versuche hätte. Aber das eigentlich auch, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich hier jetzt so viel bekomme. Aber wie gesagt, ich versuche trotzdem mal. Ich greife mir Ceres und... Oder ich greife mir gar nichts, weil ich natürlich nichts bekomme. Na doch, eins ist zumindest runtergefallen. Nee, also... Hat ja nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hätte mir auch klar sein können, dass der Kran die vorher runterwirft. Aber immerhin haben wir eine Badge bekommen, auch wenn es die leichteste war, denke ich mal. So, Kri, was machst du? Nicht viel, denke ich mal. So, ja. Heute hat es wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht als gestern. So, gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao.